Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Fly X-Plane 11. Wir sind wieder am Jade Weser Airport und ich möchte heute mal nach Wangerooge fliegen. Habe ich mir überlegt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das wirklich am besten anstelle. Ich probiere es einfach mal aus. Ich habe keine Tutorials mehr angeguckt weiter dazu. Also außer denen, die... Also nein, ich habe nichts weiter gemacht als das, was ich euch in den Videos bisher gezeigt habe. Fakt ist, ich möchte natürlich einen Autopilot benutzen. Das heißt, ich möchte hier erstmal den Kurs starten. Ich möchte mit 500 Fuß die Minute steigen. 500 Fuß. Ich möchte ein Level, also ein, möchte auf 2000 Fuß steigen. Ja. Das habe ich soweit alles, was ich brauche. Ich habe mir eine Karte vorbereitet, die ich euch hier mal einblende. Und zwar unten mittig ungefähr, da ist Wilhelmshaven-Jade-Weser-Airport, EDWI. Und weiter oben, fast, also nicht ganz nördlich, sondern nord-nordost davon, da seht ihr Wangerooge, EDWG. Und da möchte ich hin. Und das machen wir jetzt. Wollen wir mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Ich blende euch die Karte mal wieder aus. Wir sehen ja, die ist, im Endeffekt werde ich jetzt gerade steigen und werde dann relativ zügig Richtung Norden fliegen. Und dann mal gucken, bis ich dann die Insel Wangerooge finde. Mal gucken. Uns hilft ja auch das GPS, was wir haben, vielleicht noch ein bisschen. Und ja, auf geht's erstmal. Bremse los. Und Schub. Ja, natürlich noch vergessen, die Landeklappen auszufahren. Schon können wir hochgehen. Nicht so stark. 500 Fuß. Eine Minute, das reicht. Halt, nicht so steil, dann wären wir zu langsam. Landeklappen ein. Und dann mache ich jetzt den Autopiloten an. Der kümmert sich jetzt darum, dass wir erstmal auf Kurs bleiben. Wobei ich jetzt im Prinzip schon abdrehen kann. Abflug. Jetzt fliegen wir wieder über die Nordsee. Ja, da unten, also über den Jadebusen. Ich kann euch leider keine Maus da drauf im Moment anzeigen. Zur Seite guckt. Da sieht man wieder Wilhelmshaven. Und jetzt schon direkt werde ich auch dann Richtung Norden abdrehen. Werde ich genau nach Norden. Ich werde ein Stück weiter. Ganz leicht schräg. So, Kurs 358 oder sowas. Jetzt direkt hier über den Banther See von Wilhelmshaven. Ich kann auch den großen Stadtpark erkennen. Wilhelmshaven, die grüne Stadt am Meer.
von uns ist der. Unten ist unser Flugplatz. Ich muss auf Marienseel. Leicht rechts von uns, unter uns kann man jetzt gar nicht erkennen. Doch, kann man so ein bisschen erkennen. Das ist der sogenannte Südstrand. Das ist der einzige Südstrand an der deutschen Nordseeküste. Der einzige Südstrand, also der einzige Strand, der Richtung Süden ausgerichtet ist. So, gleich haben wir die 2000 Fuß erreicht. Hier die Steigrate mal ein bisschen. Und wenn wir bei 2000 Fuß sind, dann schalte ich ein, dass wir die Höhe halten vom Autopiloten her. Ich reduziere auch die Geschwindigkeit, also die Drehzahl mal ein bisschen, dass wir so bei 110 Knoten dann landen. So. Wenn mich nicht alles täuscht, kann man da hinten Wangerooge schon sehen. Hier oben. Das könnte schon, müsste schon Wangerooge sein. Zum Vergleich nochmal hier die Karte. Ah, da oben das mit den Inseln, das kommt hin. Den Kurs auch noch ganz leicht anpassen. Wenn er ein bisschen noch direkt darauf zufliegen. Kommen jetzt auch gleich unten, kann man schon. Also das hier unten ist noch Wilhelmshaven. Müsste hier irgendwie. Jetzt so über Fedderwader Groden. Da unten ist die früher mal Wilhelmshavener Raffineriegesellschaft. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt gerade heißt. Ist jetzt, glaube ich, auch nur noch in Anführungsstrichen ein Tanklager. Aber immerhin. Dann kommen wir, fliegen wir im Prinzip jetzt direkt auf Fuxiel Außenhafen drauf zu. Wahrscheinlich mache ich hier jetzt gerade komplett alles falsch mit den Flughöhen und so. Aber hey, ich versuche erstmal hier von A nach B zu kommen. Ich reduziere mal unsere Geschwindigkeit wieder ein bisschen runter auf 110 Knoten. Wir haben auch gar nicht mehr viel Sprit. Noch ein Stück weiter. Kurs 355 müsste das sein. Das hier müsste Wangerooge sein. Das da, nicht das. Hier auf der Karte gucken, auf der Ingame-Karte.
Ja, WDWG. Nächstes Mal auch mal nach Helgoland fliegen. Das heißt, da drüben ist irgendwo Wangerooge schon. Müsste jetzt da unten irgendwie chillig sein oder sowas. Ja. Genau. Das hier, das müsste chillig sein. Das hier ist Hore Masil. Sind die ostfriesischen Inseln. Cool, der Flugplatz ist hier gar nicht eingezeichnet in meinem GPS. Aber macht nichts. Der wird schon irgendwo sein. Da ist er. Seht ihr ihn? Hier. Da ist er. Und da wollen wir hin. Den behalte ich jetzt ein bisschen im Auge. Bereite mich schon mal ein bisschen auf den Sinkflug zu, vor. Dass wir so auf 1000 Fuß runter sind. Thank you.
So, jetzt wäre eigentlich die Zeit vorbei, aber wir machen hier noch mal ein bisschen weiter. Ich drehe noch. Gehe praktisch jetzt. Ich habe keinen Gegenanflug und Queranflug, sondern ich versuche jetzt direkt in Endanflug zu gehen. Schon zu weit. Also der Queranflug war praktisch schon zu weit. Man sieht's. So, ich halte erstmal hier die Höhe. Übernehme ich die Steuerung. Hallo? Ich habe Heading noch ausgeschaltet. Naja gut, schalten wir den Autopiloten komplett aus. Die Klappen schon raus, aus Versehen. Nee. Vielleicht ein bisschen hart. Ich würde sagen, es war eine meiner sanftesten Landungen. Oder? Wie seht ihr das? Wo muss ich denn hin? Hier das Empfangsgebäude. Gibt es hier keins? Habe ich keine Szenerie installiert hier für Wangerooge oder wie? Ich würde sagen, ich finde das gerade ziemlich cool.
in der Wangerogge geflogen bin. Naja, gut. Das üben wir noch, das Navi, das Fahren am Boden. Das Rollen sozusagen. Bin wahrscheinlich ein bisschen schnell dafür. Jetzt soll ich auch mal wieder auf die Rollbahn, auf die Taxiway. Naja, gut, das kann man ja noch lernen. Das kann man ja alles noch lernen. Ja, wir sind angekommen. Hier stehen zwar nur amerikanische Flugzeuge rum. Die auch alle dieselbe Registrierung haben, aber... Das kann man haben. Ich muss mich jetzt hier erstmal anmelden, wahrscheinlich. Ja, was soll's? Leute. Ach, ich hätte natürlich meine Landing Lights und Taxi Lights hätte ich anmachen müssen. Aus. Das war's. Ich bedanke mich bei euch. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Und schaltet gerne wieder rein bei der nächsten Folge Let's Fly. In diesem Sinne sage ich ciao.